Schweizweit kommen über 6000 verschiedene Pilzarten vor. Wichtig zu wissen ist daher, dass sich manche essbare und gern gesammelte Pilze von einigen hochgiftigen Pilzarten kaum unterscheiden und diesen zum Verwechseln ähnlich sehen. Wie beispielsweise einige Champignonarten und die berüchtigten Knollenblätterpilze. Was muss ich machen, wenn ich denke, dass ich oder andere Personen an einer Pilzvergiftung leiden? Erstens ist eine sofortige ärztliche Hilfe unerlässlich. Zögern Sie nicht lange, sondern begeben Sie sich direkt in ein Notfallzentrum eines Spitals. Wenn nötig, fordern Sie telefonisch Hilfe eines Rettungsdienstes oder eines Notarztes an. Zweitens können Sie sich ebenfalls schnelle telefonische Hilfe über das Schweizerische TOX-Zentrum, die Hotline, Telefonnummer 145, einholen. Drittens können Erste-Hilfe-Basismaßnahmen auch schon zu Hause unerlässlich bleiben. Hierzu zählt vor allem die stabile Seitenlage. Viertens sollten weitergehende Maßnahmen, wie das Verabreichen etwaiger Hausmittel, wie zum Beispiel Milch trinken, vermieden werden. Diese könnten darüber hinaus noch schädlich wirken. Fünftens ist es wichtig, sich die Uhrzeit des Verzehrs der Pilze sowie den Beginn der ersten Symptome zu merken oder besser zu notieren. Sechstens, und vor allem dieser Punkt kann Leben retten, sollte man auf jeden Fall Überreste der Pilze zur Identifikation mit in das Notfallzentrum des Spitals bringen. Dies können beispielsweise Reste vom Putzen der Pilze sein, Teile der zubereiteten Pilzmahlzeit oder auch Erbrochenes. Anhand dieser Pilzreste gelingt es zumeist den Pilzexperten, den Pilz zu identifizieren und dann die richtigen Therapiemaßnahmen gezielt einzuleiten. Um eine Pilzvergiftung nun generell zu vermeiden, empfehlen wir dringend, alle selbst gesammelten Pilze bei einer offiziellen Pilzkontrollstelle wie der WABCO vor Verzehr begutachten zu lassen.